Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit, liebe Zuschauer. Schon seit 2 Wochen sind Sommerferien. Das Wetter allerdings ist, freundlich ausgedrückt, etwas wechselhaft. Für alle Kinder, die zu Hause bleiben müssen, gibt es aber trotzdem Alternativen. Ein Tipp für einen Familienausflug ist zum Beispiel das Tierparadies in Burgberg. Dort kommen klein, aber auch groß auf ihre Kosten. Frederik, Weißfuß und Rosina. Das sind nur 3 der vielen Tiere hier im Burgberger Tierparadies. An allen Ecken und Enden gibt es 2- und 4-Beiner zu entdecken. Vor gut 8 Jahren wurde der kleine Zoo gegründet. Vor allem die Herzen von Familien mit tierlieben Kindern können hier höher schlagen. Bei Urlaubsgästen wie Einheimischen ist das Tierparadies gleichermaßen beliebt. Ob lustige Ziegen oder flauschige Hasen, für jeden Fan ist etwas dabei. Also wir haben verschiedene Ziegenrassen, das sind von Zwergziegen und dann haben wir Burenziegen zum Beispiel. Wir haben verschiedene Schafrassen, wir haben Waliser Schwarznasenschafe, Jakobschafe. Dann haben wir Esel, Pony, Schweine haben wir und ganz viele verschiedene Hühnerrassen. Wir haben Hase, wir haben auch Küken da zum Anlügen, die natürlich alle schnell wachsen. Gänse haben wir sogar. Ein bunter Mix aus ganz verschiedenen Arten und Rassen also. Heimische, aber auch exotische Tiere haben hier ein Zuhause gefunden. Das Besondere daran, viele der Gehege dürfen betreten werden, damit die Tierliebhaber auch einmal Streicheleinheiten verteilen können. Wir sind eigentlich ein kleiner Zoo, aber es ist so, wir haben das Gefühl, ganz viele Kinder, die kennen ja die meisten Tiere gar nicht mehr in Natura. Die kennen sie bloß aus Büchern und aus den Filmen. Und wir sind eigentlich ganz erstaunt, dass viele Kinder einfach kommen und die haben noch nie eine richtige Hen gesehen, geschweige denn, dass es verschiedene gibt oder einen Esel in Natura. Ich glaube, es gibt ganz viele Kinder, die leider heute noch nicht, eine Kuh ist lila oder so, die kennen sich überhaupt nicht aus. Es gibt auch viele Erwachsene, die können nicht einmal einen Geiß von einem Bock unterscheiden. Es ist ganz interessant eigentlich. Und ich denke, dass das viele Kinder auch gut tut, wenn sie ein bisschen Berührung mit so Tieren haben. Also ab auf Tuchfühlung. Mensch und Tier sollen einfach den Moment genießen und sich wohlfühlen. Auch ein Lerneffekt ist mit dabei. Wie fühlt sich welches Fell an? Und warum hat dieses Schaf so viele Hörner? Außerdem haben die Tiere häufig eine beruhigende Wirkung auf uns Menschen. Das Zielgruppe im Tierparadies ist breit gefächert. Wichtige Voraussetzung ist ein verantwortungsvoller und artgerechter Umgang mit den Tieren. Also für Kinder ist es, sage ich mal, so zwischen 2 und 3 Jahren, das ist also dann schon das Jüngste. Und in der Regel haben wir die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder einmal so 10 sind, dann hat Lott das Interesse an solchen Tierchen eigentlich noch. Bei der Fehler geht es ein bisschen länger, Büber sind da ein bisschen sparsamer mit Interesse, aber so eher für die kleineren Kinder. Thank you.
Bei uns kommen ganz viele Leute mit behinderten Kindern. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, wir kriegen auch die Resonanz von den Eltern oder von den Betreuern, wie gut es den Kindern gut, wenn sie mit so Tieren ein bisschen sich umgehen oder so, dass sie da wirklich entspannter werden. Und auch viele Stadtkinder, die einfach keinen Bezug zu Tieren haben, wie gut es denen tut. Das ist schon mal schön. Ja, wenn man das nachher als Resonanz so erzählt kriegt, das finde ich ganz toll. Mit vielen positiven Rückmeldungen gestärkt, setzen die Betreiber auch weiterhin auf familiäre Atmosphäre mit ihren geselligen Bewohnern. Von Ostern bis Anfang November hat das Burgberger Tierparadies täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Kiosk mit kalten und warmen Speisen sowie der Spielplatz runden das Angebot ab. Alles in allem ein tierischer Spaß für die ganze Familie. Und auch Rosina, Weißfuß und Frederik freuen sich auf viele weitere Besucher. Es ist die ideale Wassersportart für schöne Sommertage und liegt voll im Trend. Und man kann es vor allen Dingen fast überall machen. Die Rede ist vom Stand-Up-Paddling, kurz SUP genannt. Dabei steht der Sportler, wie es die Übersetzung schon sagt, auf einer Art Surfbrett und bewegt sich mit einem Stechpaddel fort. Wie das genau funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt, denn am Rottachspeicher bietet die SUP-Schule Allgäu dafür sogar Kurse an. Los geht's beim Anfängerkurs der Stand-Up-Paddelschule Allgäu. Lukas Hertle erklärt den Teilnehmern zunächst einmal die Grundlagen der Sportart. Benötigt wird eine Art Surfbrett sowie ein langes Stechpaddel, das natürlich auf die Körpergröße eingestellt werden muss. Und das war's dann eigentlich schon. Auch Franzi möchte heute das Stehpaddeln erlernen. Nach kurzem Aufwärmen geht die 19-Jährige gemeinsam mit 7 weiteren Teilnehmern ganz unbefangen an die Sache ran. Ich war im Urlaub und habe gesehen, wie ganz, ganz viele das schon ausprobiert haben und das dort betrieben haben. Und dann hat es mich einfach interessiert. Und dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und bin auf seine Internetseite gestoßen, die übrigens super toll ist. Und habe mir gedacht, hey, komm, warum nicht, probierst es einfach aus. Etwas Neugier und Lust auf Bewegung im Freien, das motiviert die meisten hier zum Teilnehmen. Stand-up-Paddling ist an sich leicht zu erlernen. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Wichtige Voraussetzung ist aber natürlich, dass jeder Teilnehmer gut schwimmen kann. Ansonsten wird bei den Kursen am Rottachspeicher von Grund auf alles erklärt. Also wir haben jetzt heute beim Grundkurs so die ersten Basics, das heißt Paddeltechniken. Die Leute erfahren was zum Brett, zum Material. Dann auch, wir versuchen ein paar Fehler zu finden, vielleicht auch, die sich dann jetzt innerhalb von der Stunde, die wir am Anfang haben, einschleichen und ich da ein paar Tipps geben kann, wie ich denn ja, mit dem ganzen Material umgehen kann, was ja, Paddeln hauptsächlich einfach nur die Balance zu finden auf dem Brett. Das ist so das Erste, was man beim Grundkurs lernt. Und genau das Thema Balance ist für die meisten dann auch gleich die größte Herausforderung. Eine aufrechte Haltung und etwas Lockerheit sind hier vonnöten. Franzi und die anderen Teilnehmer stellen sich aber alle gut an. Und so manch einer zeigt sogar gleich als Anfänger richtig Mut auf dem Brett. Doch wie bei allen Wassersportarten gehört auch beim Stand-Up-Paddling die ein oder andere Begegnung mit dem feuchten Nass einfach dazu. Aber das tolle Wetter und das lustige Miteinander lassen die gute Laune bei keinem verderben. Überhaupt gibt es viele Dinge, die den Reiz an dieser Sportart ausmachen. Also man hat da super Workout, das geht los über die Füße, über den Bauch, die Hüfte, den Oberkörper natürlich auch, der durchs Paddeln da aktiv ist. Und man muss auch ein bisschen mit dem Kopf am Anfang bei der Sache sein, bis man seine Balance findet. Das andere ist dann, wenn man unterwegs ist beim Paddeln, dass man einen ganz anderen Blickwinkel für die Dinge hat. Also man steht eben auf dem Brett, sieht viel mehr ins Wasser, als wenn man jetzt in einem Boot sitzt. Das sind so eigentlich die Haupt Dinger, wo ich sage, das ist einfach komplett was anderes und macht richtig Riesenspaß.
Bei all der Gaudi kommt vielleicht der Gedanke an eine eigene Ausrüstung auf. Doch die Anschaffung ist relativ teuer und es gibt einiges zu beachten. Es geht eigentlich schon los. Man muss sich da so ein bisschen einen Bereich raussuchen. Will man eher einen Allrounder haben, mit dem man auf dem See, auf dem Fluss, im Meer auch alles machen kann, also überall paddeln. Will man aber eher vielleicht auf Strecke gehen, wo man sagt, man will einen richtig großen Trainingseffekt da hervorzählen, dann braucht man eher ein längeres Board. Generell unterscheidet man zwischen den Hardboards und aufblasbaren Stand-Up-Paddleboards, also I-Subs nennt man die dann. Das ist jetzt hier zum Beispiel in dem Fall ein I-Sub, also ich arbeite nur mit denen. Großer Vorteil von denen, man hat halt minimales Gepäckmaß, kann das überall hin mitnehmen in Urlaub. Es ist ein kleiner Rucksack dabei, das heißt, man hat da auch kein Problem im Flieger, man muss nicht ein Riesending daheim lagern und es ist unkaputtbar, muss man fast sagen. Wer sich nicht gleich selbst ein Stand-Up-Board kaufen möchte, der ist mit einem der Kurse auf dem Rottachspeicher oder der Iller gut beraten. Von Grundkursen über Fortgeschrittene bis hin zu Yoga auf dem Brett bietet die SUP-Schule Allgäu ein buntes Angebot. Das Ganze von April bis September. Alles in allem ist Stand-Up-Paddling ein echter Trend für Jung und Alt. Wer Spaß an vielseitiger Bewegung in der Natur hat, das Wasser mag und obendrauf noch auf Sommer und Sonne steht, der ist hier genau richtig. Und auch Franzi scheint den heutigen Anfängerkurs genossen zu haben. Super, Franzi, das klappt ja ganz gut. Wie war es denn jetzt für dich? Super, also wirklich mit dem Bombenwetter gigantisch. Nur zu empfehlen, echt. Macht Tiere Spaß, super toll, doch. Witzige Leute, entspannte Stimmung und ist echt easy. Auf die Plätze! Fertig! Los geht's! So, und das war's schon wieder mit Treffpunkt Freizeit. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.